Und da haben wir den Dr. Wurst-Peter schon wieder hier neben mir. Du musst dir das Mikro wieder anmachen, ich hab's nämlich ausgemacht. Schlingel. Hallo. Jetzt hört man mich. Hallo. Ja, ich muss dich doch ein bisschen ärgern hier noch auf der Couch. Danke schön. Du wurdest ja noch nicht von genug Vögeln geärgert. Nee, nee, es ein bisschen Hauer habe ich ganz gern. Ja, dein Run lief ja eigentlich ganz solide bis die Vögel. Ja, das ist immer so eine Sache bei dem Spiel. Es gab auch ein paar Dinge, die am Anfang nicht ganz so gut funktioniert haben. Und dann ist es auch ein bisschen ärgerlich, dass du halt nur mit einem Dick-Dreh reingehst. Eigentlich, wenn du schon einen guten PB-Run gehst, zwei oder drei, wenn du kannst, alle vier, dann macht das Ganze nochmal ein bisschen schneller. Jetzt mit einem immer etwas komisch. Man hat es auch vielleicht ein bisschen gemerkt. Aber ansonsten könnte schlimmer sein. Ich hatte schon schlimmere Runs, also beschweren will ich mich jetzt nicht. Also bist du eine Minute übers Estimate gegangen, also das passt ja, schon. Ja, das kann man schon mal machen. Ja, das ist voll in Ordnung. Lag es vielleicht auch einfach an dem Starterdeck, das du gekriegt hast? Nein, tatsächlich ist Bisasam das stärkste Starterdeck, was man für Speedruns nehmen kann. Ja, dann ist doch voll gut. Eigentlich ist das gut. Also ich hatte ein bisschen Bammel, dass vielleicht so Shiki kommt, da haben wir nämlich... wir wären da auch in eine etwa ähnliche Strat gefahren, weil wir da auch einen Nocturne halt als Starter haben. Aber die Trainerkarten sind da nicht so gut. Da hätten wir tatsächlich 0 plus Power. Mhm. Und das können wir leider für solche Runs nicht verwenden. Deswegen, mit Bisasam haben wir direkt schon 2. Das wäre ganz gut. Glumanda kann man auch gut nutzen, weil wir da eine Computersuche direkt drin haben zum Raussuchen. Aber da würden wir auch einen ganz anderen Run tatsächlich machen mit Glumanda. Da wären wir dann ein bisschen anders gefahren. Hätten wir Pflanze zuerst gemacht. Ah, okay. Ja, wir haben jetzt das Kartengame gesehen. Sammelst du selber Pokémon-Karten? Ja, tatsächlich spiele ich auch das TCG aktuell, das Moderne, was wir haben. Und auch das macht mir immer noch Bock. Ist nicht viel anders als das, was wir gerade gesehen haben. Außer, dass die Zahlen vielleicht ein bisschen größer ist. Man kann im ersten Zug nicht sofort angreifen. Ist auch besser so. Ja, und es gibt halt deutlich mehr Karten. Aber ansonsten ist das Spiel halt sich selber immer noch sehr treu geblieben. Im Gegensatz zu sowas wie Yu-Gi-Oh! Beispielsweise. Da liest man ja mittlerweile ganze Novellen, habe ich gehört. Ich möchte nur auf heute Morgen zurückerinnern, wo wir zugesehen haben, wie Ruben eigentlich in einem Zug so ungefähr sein halbes Deck hingeworfen hat und gesagt hat, ja, jetzt bin ich fertig. Ja, das ist so der Standard. Und dann geht man direkt alles klar. Ja, da liegt ganz viel drauf. Ja, mach mal Game 2. Ist doch super Idee. Ach, Mann. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Es ist Nidoking. Oh. Ja. Auch als Karte? Ich mag einige Kartendesigns. Sowieso, ich glaube, was so Kartendesigns angeht, ist Pokémon sehr weit vorne. Aber ich bin auch einfach grundsätzlich ein Fan von Pokémon, die einfach sehr badass aussehen. Und Nidoking hat ein sehr cooles Design. Ja, so, was so in die Richtung Rizeros, Despotar geht, Onix, Stalos. So, das ist mein Schiff, da fahre ich mit. Ja, ich finde, wenn es darum geht, so ein bisschen Reptane. Fand ich relativ cool als Gestaltung in die Richtung. Ja, kann man machen, ja. Ja, ja, ich bin in meisten Fällen eigentlich immer der Flug-Pokémon-Fan. Deswegen. Also so wie die Birds vorhin. Ja, wie die Birds vorhin. Ja, super, deswegen danke. Dachte ich so, ja, cool, das soll ich vielleicht. Ich werde wahrscheinlich keine Sympathiepunkte kriegen. Ja, du hast von Risa die ganze Zeit ein Paket bekommen. Er möchte, dass du das bitte jetzt in dieser Szene hier einmal öffnest. Ich soll jetzt ein Paket öffnen? Ja, er möchte unbedingt, dass du das öffnest. Okay. Anni sagt auch, du sollst aufmachen. Okay, wo haben wir das denn? Du hast es nach links gepackt. Ach so, das ist das. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Ach, da ist gar nicht. Du hast mich veräppelt. Ach so, deswegen. Ich dachte soll ich, schon, soll ich dir das Mikro gerade abnehmen, oder geht's? Wir können gerne. Ja, nimm das mal kurz ab. Okay, gucken wir mal, was drin ist. Also, es ist getan als Powerbank scheinbar. Vielleicht ist es eine Powerbank. Der Kleber ärgert. Ah, die andere Seite sollst du unten. Ah! Was ist denn da Schönes drin? Mehr Pappe! Oh. Okay, ich muss da... mal kurz checken. Ja, ich muss dazu ein bisschen was sagen. Ich habe mit dem Risal heute Morgen noch gesprochen und er hat mir ein paar Yu-Gi-Oh!-Karten gezeigt. Unter anderem ist da eine Karte dabei, die ich sehr geliebäugelt habe und gefragt habe, hey, gibst du die ab? So zur Not hätte ich da auch Geld für ausgegeben. Wir haben hier, es ist zwar nicht Pokémon, aber einen wunderschönen Cyberdrachen in Quarter Secret Rare. Und da habe ich schon sehr gut mit beäugelt, weil ich halt auch so schöne... Yu-Gi-Oh! Mag ich persönlich auch sehr gerne. Mhm. Mal abgesehen davon, weil ich auch Yu-Gi-Oh! Forbidden Memory Speedrunner. Dafür bin ich halt am ehesten bekannt.
Und ich spiele auch ganz gerne ältere Formate und Cyberdrache ist tatsächlich in manchen Situationen sehr relevant. Und den möchte ich sehr ganz gerne mit ins Deck packen. Oh. Deswegen freue ich mich. Danke. Dankeschön. Freue ich mich sehr. Einmal einen Applaus an Risa, der dieses wunderschöne Geschenk Ehrenmann gemacht hat. Ja, er ist wirklich ein Ehrenmann. Super süß. Ja, ich tue es mal eben auf Seite. So. Was für eine schöne Powerbank. Ja, wundervoll. Sie bringt dir jetzt viel Power. Ja, nur nicht für dein Power, Handy. Power habe ich definitiv. Und schön viel Glitzer. Ja. Ah, Mann. Ja, du hast es gerade ganz kurz erwähnt. Du bist vor allem für Forbidden Memories bekannt. Ja. Wie fandest du den kleinen Witz, den wir uns erlaubt haben zu Beginn deines Einspielers? Das war großartig. Also auch da hat es Phil ja schon angeteasert, hey, ich habe da mal was für dich vorbereitet. Und das war, ja, mit dem Einspieler kommt mir das schon sehr gerecht. Ist auch so, sparte mein Humor, also habt da gut gemacht. Ja, das finden wir wirklich schön, ja. Wie sieht's aus beim ZFM? Vielleicht versuchen, das einzureichen? Kannst gerne mal machen. So, wenn ihr Bock drauf habt, dann wird das passieren. Ich meine, ich weiß mindestens eine Person aus der On-Zeit, die direkt sagen wird, nee, das will ich drin haben. Ja. Ja, beim nächsten Mal mache ich das. Dann. Okay. Hast du gehört, Riesal? Dann gibt's schön. Ja, Andi natürlich. Dann soll er mal mit antreten. Ja, ja, wo ist können wir das gerne Race zusammen im Race gegeneinander. Dann soll er sich mal hier hinpflanzen. Ich bin bereit. Vielleicht beim nächsten Mal. ZFM können wir gerne regeln, ja. Das habt ihr jetzt gehört. Merkt euch das. ZFM. Was war im Oktober, ne? Ja, ja. September. September sogar. Ja. Oh Gott, ist das schon bald. Ja. Ah ja, oh, da weiß ich nicht, das ist mir zu früh. Keine Ahnung, da muss ich. Ach, tschüss. Erstmal schnell. Na, ZFM, ich reiche dich an. Ja, die Tech braucht noch gerade ein bisschen. Hm? Aber ich habe mal eine Frage an dich. Ich war relativ. Echt, du hast Fragen an ja, mich? Ja, boah, krass, oder? Ist doch gar nicht aufgefallen, oder? Wow, das ist ja fantastisch. Ja, jetzt bin ich gespannt. Boah, das ist super krass. Ja, ja, ich bin zu Beginn der Messe ein bisschen hier so rumgelaufen. Und ja, auch drüben in der Creator-VTuber-Halle da so ein bisschen rumgelaufen. Da habe ich einen Aufsteller von dir gesehen. Tatsächlich, den gibt es da, ja. Ja, warum gibt es da einen Aufsteller von dir? Es gibt einen Aufsteller von mir, ja. Ist doch super, oder? Wo kommt der her? Warum ist da einer? Das ist meiner. Das ist meiner. Wie kommt der her? Den habe ich mitgebracht. Und einfach hingestellt? Ja, natürlich. Ich dachte, das war doch eine super Idee. Steht der da wirklich einfach vorbei? Ist der random einfach da oder hast du? Nein, ich habe ihn mir tatsächlich schon bewusst dahingestellt, ja. Normalerweise steht er halt bei mir zu Hause, der steht im Hintergrund und winkt einfach ganz freundlich. Ja. Macht sich halt da ganz gut. Und dadurch halt, dass ich schon am Anfang des Jahres gesagt habe, komm, ich wollte jetzt mal zu Dokomi und ich wollte auch mal einen Stand haben. Mhm. Ich bin auch tatsächlich Teil des Standes. Okay. Machte sich da doch bestimmt einfach als Figur da richtig gut. Und er macht doch eine gute Figur, würde ich doch sagen, oder? Ja, er ist mir direkt aufgefallen. Ich war so, warte mal. Den kenne ich doch irgendwo, ja. Aha. Und er fällt von allen anderen Dingen, die da in der Umgebung sind, ein bisschen sehr auf. Meinst du? Wieso? Da steht einfach eine große Wurst im Arztkittel. Das ist doch das Normalste der Welt. Ich bitte dich. Ja, stimmt eigentlich. So, neben allem anderen war es das. Also aber eigentlich müsstest du in die Halle gegenüber da werfen. Also die FSK 18 Halle, da gehören eigentlich die Würstchen hin. Okay, das ist vielleicht fürs nächste Mal. Ach so, oh, okay. Also wenn ihr bei der Plus 18 da eine Wurst hingestellt haben wollt, ruf mich an. Wisst ihr Bescheid, finde man. Wisst ihr Bescheid. Ihr wisst, auf welchen Twitch-Channel ihr geht. Hattest du denn viele Besucher am Stand? Mhm. Deine Fans waren da? Haben deine Wurst gesehen? Mal, das ist, ja, es ist prädestiniert für solche Witze, was soll ich sagen? Ja, das ist einfach super. Aber ich habe mich tatsächlich gefreut, da sind auch ab und zu welche vorbeigekommen und werden natürlich auch lieb gegrüßt, also ich freue mich für jeden, der vorbeikommt. Kriegt auch gerne ein Autogramm von mir, wenn ihr möchtet. Ist ein schönes Erlebnis. Hat schon was. Ist aber auch anstrengend. Also die letzten zwei Nächte, die waren, weiß ich nicht. Ja, das haben wir mitbekommen, dass gestern so ein bisschen. Man kann ja nicht immer top 100% drauf sein. Aber ich bin froh, heute hat es geklappt. Mir geht's super, es war ein schöner Run. Auch mit seinen Ecken und Kanten, aber was willst du machen? Ist halt bei Trading Card Games halt so. Irgendwann es gibt nur so viel RNG, was du manipulieren kannst und was auch erlaubt ist. Manches musst du einfach so hinnehmen, wie es kommt. Und das ist so eine Analogie, die nehme ich auch grundsätzlich in solche Speedruns einfach mit. Ist so eine Anekdote ans Leben. Ja. Nimm, was du kriegen kannst. Das ist ein guter Satz. Nimm, was du kriegen kannst. Aber ich muss dich jetzt leider auch schon verabschieden, denn Die Tech ist fertig, aber bevor wir rübergehen, habe ich noch eine einzige Spende. Es kam nämlich noch 5 Euro. Jetzt muss ich das Tab dafür öffnen. Warte, nein, Hilfe, Knöpfchen, so viele Knöpfchen. Denn. Oh nein, wir haben sogar 2 Spenden bekommen. Oh mein Gott, ich bin blind. Hä? Wie kann das denn funktionieren?
Da kommt eine Spende, glaube ich, gerade noch nicht so ganz durch. Aber du darfst sie gerne beide mal vorlesen für mich. Das sind die beiden Oberen. Das sind die beiden Oberen. Ja. Boah, wie liest man den Namen? Wei Wuxian? Würde ich mal sagen. Alles klar. Lan Zhan, wo ist dein Schwert? Mit 5 Euro. Mit 5 Euro. Wo ist dein Schwert? Ich weiß nicht, muss ich leider sagen, was das bedeutet, aber... Danke. Da wird bestimmt irgendwo ein Schwert sein. Das ist bestimmt da. Und dann haben wir noch eine 6,11 Euro Spende bekommen von Mulp. Mit ganz vielen Einsen. Ich weiß nicht, wie viel... Mulp, geht's dir gut? Das sieht aus wie 20. Das könnten 20 sein. Oder ein paar mehr. Ja, es sind ein paar Einsen auf jeden Fall. Es sind ein paar Einsen auf jeden Fall. Ah, okay, ich verstehe jetzt, warum die Einsen. Weil wenn du jetzt mal darüber guckst, siehst du den Spendencounter. Ah! Jetzt macht's Sinn. Ja, jetzt haben wir 1111 und 11 Cent. Vielen Dank, Mulp. 1111. 111. Das passiert schon mal. Ich kenne das wohl. Boah, das ist schlimm. Aber damit gehen wir jetzt rüber ins nächste Game. Baldur's Gate. Ich wünsche euch viel Spaß mit Jimmy. Rock das Ding. Macht's gut.